die mir bleiben, ist effizient verschenken. Ich hab keine Zeit dafür, über Familie nachzudenken. Ich find gar nicht mal mehr die Zeit dafür, die Göttergattin zu betrügen. Ich bin so sehr damit beschäftigt, täglich Bier trinken zu üben. Ich hab Wichtigeres zu tun, als zur Arbeit zu gehen. Wer erschoss Mr. Burkhall 1 bis 2? Ich hab sie alle gesehen. Ich brauch so meine 16 Stunden Ruhe, mittags nach dem Aufstehen. Und bin dann damit beschäftigt, nicht ans Handy zu gehen. Die Dinge, die ihr habt, habe ich eben nicht, habe sie auch nie gebraucht oder vermisst. Ich hab das nie gewollt oder angestrebt, ich war einfach nur da und habe trotzdem überlebt. Das eigentlich ganz recht, das würde mir sehr viel Stress ersparen. Von daher gar nicht mal so schlecht. Wäre nur schade für die Leute, bei denen ich noch Schulden hab. Und leider hab ich vielen Menschen niemals gesagt, wie bescheuert sie sind und die genauen Gründe, aus denen ich sie so hassenswert und abstoßend finde. Abgesehen davon hab ich eigentlich alles geschafft. Ich wollte das im Pferdchen machen und das hab ich auch gemacht. Das Zeug, das ihr habt, habe ich eben nicht. Ich hab's euch immer gegönnt, aber niemals vermisst. Ihr habt so viel erreicht, ihr habt so viel verdient. Ich habe euch zugeschaut und Gitarre gespielt. Das wäre uns hier nicht wert, dass ihr davon geht.